Und wir kommen zur Wirtschaft mit dem Blick an die Börse. Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognosen für Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr nach unten korrigiert. Bei der Prognose im Oktober vorigen Jahres, da wurde noch von einer Wachstumsrate von 4,9% ausgegangen. Jetzt verkündet das IWF ein Wachstum von nur noch 4,5% für die gesamte Weltwirtschaft. Bo Kim an der Börse in Frankfurt, warum musste der IWF denn seine Zahl nach unten korrigieren? Also als die letzte Prognose rauskam, da war Omikron noch gar kein Thema. Und es sah so aus, als ob sich die Lage bei den Lieferengpässen und dem Rohstoffmangel ein wenig entspannen würde. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese damals erwarteten 4,9% für 2022 schon deutlich unter den Erwartungen für 2021 lagen. Dass jetzt nochmal nach unten korrigiert wird, zeigt eins. Die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft relativ unkompliziert von der Corona-Krise erholen würde, ist unrealistisch. In den USA sind es insbesondere die Lieferschwierigkeiten von Gütern, die die Produktion stark belasten. In China trägt die hart durchsetzte No-Covid-Strategie dafür, dass ganze Branchen nur noch über einen Bruchteil ihrer Arbeitskräfte verfügen. Bei uns in Europa sorgen die deutlich gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise aktuell dafür, dass die Inflation immer weiter steigt. Nicht die besten Voraussetzungen für Wachstum, wenn Unternehmen und Verbraucher immer höhere Kosten haben. Weder bei den Lieferengpässen, den ausfallenden Mitarbeitern noch bei der Inflation sieht es aktuell so aus, als ob sich die Lage schnell verbessern könnte. Diese ganzen Faktoren wären allein schon eine ziemliche Herausforderung. Aber der Mix aus allem sorgt dafür, dass sich die Probleme häufen. Jetzt ist natürlich die Hoffnung da, dass die Omikron-Welle irgendwann vorbei ist und sich die Lage wieder etwas beruhigt. Aber der IWF warnt auch davor, dass sich neue Virusvarianten bilden können und der Kreislauf wieder von vorne anfängt. Der IWF geht daher von einem aktuellen Abwärtsrisiken aus. Der DAX schließt bei 15.459 Punkten, 335 Punkte mehr als gestern. Der Kurs hat sich wieder ein wenig erholt nach dem Kurssturz Anfang der Woche. Anleger haben die günstigen Kurse genutzt, um wieder einzusteigen. Heute Abend, wenn die US-Notenbank ihre neue Zinspolitik verkündet und klar wird, wie straff der US-Leitzins angezogen wird, da wird sich zeigen, wie der Aktienmarkt auf diese Nachricht reagiert. Danke nach Frankfurt, Bo Kim.